Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch wieder mal mit auf eine kleine Worktour. Diesmal bin ich mit einem Filmteam unterwegs, weil wir machen ein Promo-Video für die Wien-Mobil-App der Wiener Linien. Und da geht es darum, die Barrierefreiheit der App zu promoten. Deswegen haben sie den Influencer Nummer 1, nämlich mich, engagiert. Ich bin jetzt auch schon zu den Wiener Linien eingeladen mit dem Filmteam und spreche dort mit den Entwicklern. Und jetzt gehen wir dann los und machen die anderen Szenen dazu. Und da nehme ich den Mann hin. Auf geht's! Hier am Zentralfriedhof, zwar zwei. Es geht darum, dass hier eine Station ist, die keine digitale Anzeige hat, wann die nächste Straßenbahn kommt und ob sie barrierefrei ist oder nicht. Und deswegen braucht man die App. Wie ihr seht, ich bin gerade rausgekommen von den Wiener Linien. Und ja, das Gespräch war sehr gut, sehr offen. Sie haben sich interessiert an das, was ich sage. Ich glaube, ich habe wenig Blödsinn gekriegt. Und sie haben zumindest gesagt, das ist gutes Feedback, das können wir mitnehmen und werden hoffentlich einiges davon umsetzen. Martin, was hast du dir vom Meeting jetzt erwartet mit Wiener Linien? Wurden die Erwartungen erfüllt? Wie ist das Meeting verlaufen? Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass ich wirklich eingeladen wurde. Von den Wiener Linien positiv überrascht. Ich erhoffe mir jetzt von dem offenen Gespräch, das auf Augenhöhe war, auch dass Sachen umgesetzt werden von dem, was wir jetzt besprochen haben. Generell habe ich ein gutes Gefühl. Wir werden im Herbst sehen, ob sich etwas getan hat. Tja Leute, das war's. Wienmobil App wurde getestet. Auf Herz und Nieren. Sie müssen noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber ich bin gespannt, wie das Video wird, was Traktor macht es. Nur so ein kleiner Hinweis. Und Kaiserschnitt. Shoutout an die beiden hier. Ja, das war's. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Marbacher on the job.